Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Adam. Wir haben beim letzten Mal einen Greater Undead Vault entdeckt in den Frost Giant Jarl Caves und daraufhin erstmal taktisch klug den Rückzug angetreten, um uns zu sammeln und uns zu überlegen, wie wir denn am besten angehen. Wir haben auch schon unsere Ausrüstung etwas verbessert und wollen jetzt mal das nächste. Wir brauchen einen anständigen Zauber. Nämlich einen Acid Ball und der Spieler hat es nicht für nötig befunden, uns den auf reguläre Weise zu geben. Also werden wir uns den herbei wünschen mit einem Blessed Ring of Ginny Summoning. Ja, White Ginny appears. Wir wollen Spellbooks und bitte mehrere auf Acid Ball. Thou hast chosen wisely, das finde ich auch. Dann wollen wir die gleich mal lesen. Drei Stück. Okay, nur aus so einem Gefühl heraus. Wir haben noch Potions of Identifier, 12 Stück. Da können wir ruhig eine von nehmen. Ach so, haha, ja, dafür brauchen wir ja. Also, ich habe ein bisschen Sorge, dass die cursed sind, weil drei. Ich hätte gedacht, es gibt zwei, wahrscheinlich zwei oder drei. Sicherheitshalber. Kostet uns ja nichts, machen wir Remove Curse drauf. Okay, Spiel. Weil ich nicht weiß, was sie sind. Wahrscheinlich, weil ich nicht weiß, was sie sind. Okay, dann wären wir jetzt also. Gut. Okay, Spiel, wenn du mir so kommst. J. Into. Read. Ist mir jetzt egal, ob ich eine Schriftrolle auf Identify verballere dafür. Ich will wissen, ob die cursed sind. Ne, sind sie nicht. Okay. Gut, dann lesen wir die jetzt. Warum ist das jetzt ein Einzelnes geworden? Okay. Yes. Ach, come on. Knapp 2000, das klingt sehr gut. Okay. Bip, 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 bip. Dann wollen wir. Quick Mark 4 entfernen. So, beziehungsweise auf Acid Ball setzen. Sehr gut. Okay, sind wir jetzt soweit vorbereitet?
Boots können wir eigentlich auch hier lassen. Ja, und ich habe mal nachgeguckt, Javelin of Death macht einfach nur mehr Schaden. Wir brauchen allerdings die. Oh, wir haben etwas auf Undead Slink. Das könnte auch hilfreich sein. Okay. Gut. Dann. Gehen wir es mal an. Okay. So, wir wissen ja ungefähr, was uns erwartet. Bin ich wirklich ausgerüstet, richtig? Perseverance, Ring of Ice, Ring of. Haben wir noch was Besseres als den Ring of Regeneration? Aber den Ring of Ice. Brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir. Nein. Na, mal nicht so tun, als wären wir nicht nervös. Soft Damage bringt nichts, Defense bringt nichts. Nee, irgendwie ist das okay so. Okay. Zum Glück ist der Weg nicht allzu weit. Okay. Liches können sich, bin ich mir ziemlich sicher, teleportieren. Das heißt, wir werden nirgendwo vor ihnen sicher sein. Critically damaged. Boost Toughness, das könnte hilfreich sein. So, du komm mal her, ihr nervt. So, da sind eine Menge Liches drin und dann würde ich sagen, guten Tag, das ist ein Lich King. Das ist noch nicht der Boss. Das ist der Boss von diesem kleinen Raum, das ist noch nicht der Boss von dem Vault. Das ist mit Sicherheit ein Emperor Lich. Wenn wir Pech haben, ist es sogar mehr als einer. Aber gut, jetzt was wir erstmal machen ist Acid Ball. Das nur seem to be amused. So, das habe ich mir gedacht. Okay, mal gucken, ob wir Schaden angerichtet haben. Slightly damaged, nee, moderately, slightly, moderately. Lich King moments are can familiar, seems to attack your mind, schemes words of magic. Okay. Du bist fast tot, du bist fast tot.
Okay, da ist jetzt ein Buch. Wissen wir, was für eins? Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz zu Burning Hands über. Ach du Scheiße. Battle Axe on the ground is destroyed. Who cares? Dwarven Chaos Knight. Geh mal bitte weg. Okay. Wow, das werden wir. Sind schon voll. Das werden wir nicht in einem Sitting schaffen. Also der größte Teil ist hier. Das ist ein großer Raum, der dürfte voller Liches sein, vermute ich mal. So, upsa. Wollte eigentlich nur gucken. Können wir dich hier rauslocken? Jetzt wirklich keine Zeit, um was zu essen. Okay, wie geht's dir? Slightly damaged. Okay, mal gucken, was ein Vollpower. Okay, na, das werden wir noch ein paar Mal machen müssen. Jens des Wounds, das muss alles nicht sein. Master Lich seems to recover, das ist nicht gut. Oh ja, okay, wir kriegen ihn tot, bevor er sich wieder zurückregeneriert. Das ist nämlich, das könnte bei den Emperor Liches auch noch ein Problem sein, dass wir den oder die nicht, oder ich hoffe, es ist nur einer, nicht schnell genug kaputt kriegen und er sich schneller regeneriert, als wir Schaden machen. Ja, komm mal raus hier, komm mal raus hier. Keine Force seems to attack your mind. Ja, das sind, glaube ich, alles Death Rays, die wir da abkriegen. Okay, was haben wir da jetzt noch drin? Wrath, nicht so wichtig. Ghost Lord, Wrath. Right, okay. Noch mehr Liches.
Waterstyle von Garnet ist völlig okay. Okay, so langsam kommen wir in die Bredouille, was unsere Spells angeht. Spellpoints angeht. What the fuck? Sind immer noch zwei. Seid ihr jetzt langsam mal tot? Severely damaged? Slightly. Okay, use. Nee, nicht use. Das müssen wir. Ist das eine Scroll oder eine Potion? Ist eine Scroll, ne? Scroll of Power, ja. Okay, Greed, Scroll of Power. Yes. Nein. Wo denn? Doch da unten, ne, bitte. Okay, jetzt sind wir wieder am. Können wir euch ja nicht damit verletzen? Shrugs off. Ghost Lord ist destroyed. Critically, okay, langsam. Okay, wow. Give me gold pieces. Soft Boots, okay. Spellwalker of Light. Okay. Hier können wir erstmal wieder mit Magic Missiles arbeiten. You are hit by the Magic Missile. Gott, wie lang wird die denn? Ist ja furchtbar.
Wenn das so weitergeht, kill ich mich noch selber. Ja, ich bin hier mein größter Feind. Sind wir jetzt weit genug weg? Okay. Blue Metal Cap, Thick First Key. Oh, okay. Ich hoffe, das ist nicht das Artefakt für dieses Level. Der Raum scheint noch zu sein. Das ist gut. Hobgoblin, was machst du hier? Sieh auf. Ach du. Yep. Der Vault ist das ganze halbe Level. Das ganze halbe, ne? Ja, also das ganze, ne? Ihr wisst, was ich meine. Was ist denn hier schon wieder am Vergammeln? Der Cake und der Apple wahrscheinlich. Ist jetzt nicht so wichtig, liebes Spiel. Nutze ich doch Burning Hands, aber der Zauber ist einfach so praktisch, um das hier ein bisschen besser planen zu können, wo wir Schaden machen. Canyon Gold ist Level 23. Courage könnte nicht schaden. Dodge kann auch nicht schaden. Superb ist ab 90. Pickpockets. Okay. So, könntet ihr jetzt mal rauskommen. Das Problem ist unsere. Ich meine, die ist eigentlich ganz gut. Andererseits ist sie auch ein Problem, unsere Unsichtbarkeit. Aber die müssten uns doch eigentlich sehen können. You are hit. Ah ja, der Zauber wird ja besser, das heißt, er wird ja auch mal länger. Ja. Okay, Scroll of Danger. Die wollen wir jetzt hundertprozentig nicht benutzen. Dann wird das hier nämlich noch gefährlicher. Okay. Das geht also zur Not. Können also auch von Hand arbeiten. Ups. Z5. Was stirbt denn da die ganze Zeit? Ah, hallo? Ach du Scheiße.
Okay. Slightly damaged Master Lich. Civili Damage, ja, dich kriegen wir noch tot, dich kriegen wir noch tot. The Rope ist alles egal. Oh Gott, da ist noch einer, ja. Come on, Spiel. Hilft nichts, wir müssen wieder raus. Potion of Balance brauche ich nicht unbedingt. Okay, der Raum könnte offen sein. Wollen wir kurz. Necklace of the Eye. Ja, der Raum ist offen. Zauber haben wir noch. Wir haben noch 800 Burning Hands. Das ist nicht viel. Okay, das sind nur Popel Ghosts. Das ist nicht so relevant. Entschuldige für den Cursor, entschuldigt für den Cursor im Bild. Okay. Vampire, Troll Berserker, Ghost Lord, Lich King. Okay, bisher der Emperor Lich, ich glaube, der steht hier. Und das hier ist alles voll mit Liches. Und wahrscheinlich mit Lich Kings, wenn ich mir das recht begucke hier. Ach du Fuck. Da sind wir ja Tage, werden wir Tage mit beschäftigt sein. Wir sind definitiv zu niedrigstufig dafür. Aber wir sind gerade hochstufig genug, dass wir es überleben können. Ups, falscher Zauber, aber egal.
Heals his wounds, das ist nicht gut. Not damaged? Arschloch. Du bist severely damaged. Slightly damaged. Okay. Ach so, wir killen ja auch das, was hier steht. Ja, yep, okay. Weil das Schöne an dem Zauber ist, der geht ja durch Wände durch. Okay, wow. Wir werden hier aufsteigen wie Sau. Wenn wir hier lebend rauskommen. Ich habe die verdammte Tür nicht aufgemacht. Wieso? Ach ja, weil ich. Ja, weil auch standardmäßig einfach mal so gesucht wird. Okay, wir haben Toughness verloren. Thinking seems to get tougher. Mana verloren. Ja, es sind Stats-Drainer. Ja, ist egal. Come on. Deswegen kommen wir noch mehr. Das ist nicht so wichtig. Fluffball brauchen wir alles. Okay. Können wir hier rein? So, dann machen wir dich mal weg. Aber
dich mal weg. Und jetzt euch. Strange Stick. Will ich mal wissen, was das ist? Ist not damaged. Okay, nehmen wir mal. Ach, da ist ein Boomerang. Okay. Regenerates, heals his wounds. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So of Power. Okay, Blackstar kriegen wir zumindest auf diese Weise tot. Meine, dem Lich wird das egal sein. Haben wir ihn wenigstens. Ja, 12% Schaden. Du bist sogar schon severely damaged. Close. Several Items. Was haben wir im Medienschild? Das ist also nicht so wichtig. Acid Ball. Die. Oh, okay. Nee. Lightning Bolt haben wir 3000 Stück von. Liegt da jetzt noch irgendwas Wichtiges rum? Close, nee. Not damaged? Wollte gerade sagen, Freund Nase, ja? Nehmen wir mal mit. Okay. So, ist hier jetzt mal ein bisschen Ruhe? Sieht so aus. Die, please. Okay. Der nächste. Learning haben wir auch verloren. Oh, wow. Wir verlieren hier.
Oh fuck. Oh fuck. Oh nee, das ist nur normaler Lich. Okay. Ich dachte, das wäre der Emperor Lich. Muscle soften, wow. Okay, weg hier. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh Gott. Ah, please stand by. Okay. I see a triumph, angry whale. Ja, okay. So, haben wir jetzt diesen Altar uns noch hergerichtet, weil wir werden uns hier länger aufhalten. Da werden wir mindestens noch eine Sitzung brauchen. Und, oh Gott, was haben wir da alles verloren? Das werde ich mir das Video vor dem Kampf angucken. Also, wir haben Stärke verloren, wir haben Learning verloren. Wir haben Toughness verloren, wir haben Mana verloren. Wow. Aber glücklicherweise, ja, glücklicherweise sinkt dann nicht unser Potential. Das heißt, wir können es uns wieder herbei, also wieder herbeiholen. Charisma, wow. War das reserved? Ich glaube, das ist Charisma, der Charisma-Verlust gewesen. Weil Charisma, wir haben alles verloren. Wir haben Strength verloren, wir haben Willpower haben wir, glaube ich, nicht verloren. bitter, bitter, bitter. Haben wir irgendwas? Nee. Ja, okay, ja, das ist alles ganz schön. Wir können erstmal hier unser Wasser. Also erstmal, was wir machen können, ist diese blöden Seas wegopfern hier. Wir hatten noch irgendwo 28 Stück da. Haben wir noch mehr Seas, die wir können? Die da, komm mal weg. Okay. Drop. Wir haben noch Wasser. Potions. Oh. Kitchen, Holy Water. Haben wir nicht irgendwo Water? Und dann haben wir doch noch eine ganze Menge Scrolls of Identify. 8 Stück. Dann lesen wir einfach mal eine. Und gucken uns mal an, was wir jetzt so Schönes gefunden haben. Viel könnte es ja nicht sein. Crystal Scale Mail, das ist nett. Thick First, okay. Adamantium Shield, Clock of Protection war nicht. Money Belt. Boots of Speed?
Das ist doch ein Moment. Ist das nicht ein Artefakt, die Boots of Speed? Okay. Ja, ich meine, ein Artefakt gibt es da in dem Greater Void mindestens eins. Das Problem ist, dass die Boots of Speed ein paar Nachteile haben. Weakness. Great Identify. Haben wir noch zwei. Überlege, ob ich da nicht noch, ob wir nicht erst den anderen Kram, den wir eigentlich machen sollen. Ich meine, sie sollen ja eigentlich in den Caves, wir sollen ja nicht den Royal Vault, den, nicht Royal, den Undead Vault säubern. Wir sollen ja eigentlich den komischen Frost Giant Jarl killen. Vielleicht sollten wir das einfach erstmal machen und dann zurückkommen und dann auch später nochmal versuchen. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Liches da sauer gemacht. Also die werden jetzt anfangen, durchs Level zu latschen. Aber ich meine, wir können uns teleportieren. Das ist also nicht so kritisch. Aber gut, okay. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir entweder mit dem Vault weiter oder kümmern uns um, wie auch immer er hieß, Hagar. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Tschüss.